Kannst du es wagen? So, da sind wir schon wieder mit Akt 4 von unserem Let's Play der Leon-Kampagne in Resident Evil 6. Unser vierter Akt. Langsam wird es Zeit, dass wir uns mal näher kommen hier, ne? Wir sind uns doch schon mal sehr nahe gekommen. Übrigens wurde mir zugetragen, dass meine Soundqualität der Sprachausgabe relativ mau sein soll. Meine auch. Mein Gott, was willst du mit unserem Equipment da besser machen? Neues Equipment kaufen. Kannst du ja gerne machen. Habe ich als Schüler Geld? Habe ich als öffentlicher Bediensteter Geld? Mehr als ich. Das ist nicht schwer. Jeder Bettler auf der Zeil hat mehr als du. Still, Videosequenz. Oh, pst. We just entered Chinese airspace. Good. How you holding up? Why didn't you turn me in? You could have cleared your name. Maybe, but it wouldn't have stopped Simmons. Besides, you're starting to grow me a little bit. Ooh. Darf ich jetzt auch noch das Flugzeug abstürzen lassen? Hat der Heli aus dem Intro nicht gereicht? Nee. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Oh. Oh nee, ne? Don't suppose I think you can fly a plane, do you? Haben wir überhaupt genug Munition dafür? Da liegt eine Waffe. Eine Desert Eagle, sowas in der Richtung. Hol dir die schnell. Oh, es hüpft. Die hat Feuer unterm Hintern. Ein Blitzfalke. Leon, Helena, Blitzfalke heißt die bei dir? Ja. Das ist ja schwul. Okay, wir befinden uns auf einem Flugzeug, das am Abstürzen ist. Können wir nicht mal irgendein intaktes Fortbewegungsmittel bekommen? Nee. Das länger als 10 Minuten hält? Wir sind bestimmt noch in amerikanischem Luftraum. Oh, guck mal. Was denn? Da kommt einer, der ist so ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, der wird gleich mal aufstehen? Nee, ich glaube, der ist noch gut drauf. Okay, die sind doch alle noch happy. Ja, wir laufen hier mit Waffen rum und sind voller Blut. Flugzeug stürzt ab und die sehen hier aus wie bei der britischen Teerunde. Hier liegt Munition. Wo? Oh. Da auf dem einen Tisch, nee, in dem anderen. Die andere Richtung. Ah, Tatsache. Ich hab nur noch einen Schuss für dieses fette Wummchen. Muss das hier alles so wackeln? Aber wir sind nicht mehr nass, das halte ich für einen Vorteil. Ich glaube, ich habe auch andere Kleidung an. Ja. Mein Ausschnitt ist schöner geworden. Echt? Zeig mal. Ich will gerade mal ein bisschen organisieren. So, guckst du? Hab schon gesehen. Achso, okay. Merkel! Das wackelt schon wieder. Ob deine Maps da animiert werden, wenn das so wackelt? Da musst du dich mal auf mich zentrieren. Hier ist eine Tür, da du läufst einfach an der Kiste vorbei, die man öffnen kann. Guck mal, da ist ein EP drin. 5000. Ich bin ja zurückgekommen. Ja, ja. Das sieht schon wieder alles nicht so prickelnd aus. Warum muss denn da irgendwas ausströmen? Hat es der Flugsicherheitsdienst so abgenommen? Ja, halt. Da an die durch die Lufthansa. Reh!
Du musst mitdrehen. Zusammen. Natürlich. Wir drehen nach rechts, bitte. Gut. Ja, wir haben keinen Einfluss drauf. Man stelle sich mal die Slapstick-Einlage vor, wenn die jetzt in verschiedene Richtungen gedreht hätten. Na. Und wer fliegt jetzt? Ich weiß nicht, ich dachte du. Alter Bekannter. Ist das sein? Wir müssen die Luke öffnen. Was für eine... Was denn? Stopp den mal weg. Ich mach das Flip-Event hier mal. Ich muss hier X-Hammen. X-Hammen! Mach das mal. Ich lock den Typ umher. Kein Typ, ist ein Tussi. Der hat Rüstung. Ist jede Menge. Mehr als du. Mir reichen zwei. Vorhandene Brust, nicht zufrieden. Das hat man schon in Total Recall gelernt. Drei sind besser als zwei. Oh! Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, AX! Gut. Ich hab doch gedrückt. Nein, hast du nicht, sonst wärst du jetzt nicht da runtergefallen. Okay, ich hab vielleicht einen Augenblick zu spät gedrückt, ja, das räum ich ein. Ich war auch überraschend, dass ich jetzt AX drücken muss. Nach rechts, links, rechts, links. Fokussiert. So, ein neuer Versuch. Mit Fail Varilol. Haha, sagt man Fail Golem. Ah, toller Name. So geht das. Ja, so eine Batclaw, wie Ada sie hatte, wäre jetzt hier von Vorteil, ne? Die wäre nicht schlecht. Generell wäre Ada hier von Vorteil. Natürlich. Aber ist es nicht irgendwie ein bisschen fahrlässig, das Ding jetzt einfach aus dem Himmel zu werfen? Ist halt nur Scheiß für irgendeine chinesische Provinz, wo es jetzt landet. Naja. So, hier liegt ein Erste-Hilfe-Spray. Irgendwo, ja, hier. Wo? Bei mir lag da eins. Ja, ich hab's. Ich habe keine Scharfschützenmunition mehr. Hey, da ist was zum Erschießen. In der Minibar. Schade um den guten Whisky. Jetzt alles voller Gas. Ja, ich weiß, wer das nicht so toll findet. Hast du den Zombie in den Kopf abgebissen? Nein, ich habe ihm den Kopf abgeschossen, genau als er gesprungen ist. Sah interessant aus. Oh, hier ist Munition. Nein, okay. Habe ich irgendwas, was ich wegtun kann? Oh nein! Pack versperrt mir den Weg! Ich kann die Scharfschutzmunition nicht aufnehmen. Wer versperrt dir den Weg? Gepäck, mein Gott, der wirft mit Flaschen nach mir. Ich kann generell keine Munition mehr aufnehmen. Und mir fällt lauter Gepäck auf den Kopf. Jetzt. Ich schmeiß jetzt 54 Schuss Pistolenmunition weg. Nein! Doch, weil die Magnum-Munition viel cooler ist. Die Scharfschützenmunition auch. Obwohl ich habe bisher noch keine Probleme da irgendwas einzusammeln. Nicht wow! Doch weil ich gerade noch 204 Schuss für die Pistole hatte. Das ist dann doch ein bisschen viel. Wo müssen wir entlang? Wieder zurück würde ich sagen. Wir müssen das Flugzeug irgendwie stabilisieren, steuern, whatever. Achso, müssen wir das. Geh mal stark davon aus. Kannst du das nicht ohne mich? Also jetzt aufgestanden. Du läufst einfach weiter. Dann zertrete ich hier den Kopf und dann mache ich Koop-Action hier. Also jo. Funktioniert doch. Schieb mal das Ding zur Seite, Vibe. Und dann mach mir ein Sandwich. Gib mein Bestes. Wonder Woman in Aktion und so. Wo ist mein Sandwich? Ich
glaube, das Flugzeug hat sich gerade um 90 Grad gedreht. Und guck, genau aus diesem Grund müssen wir das verdammte Flugzeug stabilisieren. Mann, der haut ja auch higher machen. Einen Spruch nach dem anderen raus. Boah, ey. Noch ein Ding. So, ich hab's nicht getroffen. Jetzt. Wo willst du wieder? Ja, um Munition loszuwerden. Fall die Treppe runter und du hilfst mir nicht, du bist voll der Anti-Gentleman. Ich will das Flugzeug stabilisieren, hallo? Der linke Flügel ist rot und der rechte hintere Bereich ist auch rot. Man darf doch in Flugzeugen sein Handy nicht benutzen. Du am Start. Ja, ich darf wieder fliegen. Okay, first switch off the autopilot to restore manual control. Then wo ist denn der Autopilot? Press the third button in the fourth row of the upper panel. Wow, die haben wieder. Nothing's happening. Wieder Zombies mit Knarren hier. Ich hab das Autopilot-Quicktime-Event versaut, glaube ich. Jetzt hab ich's. Okay, now pull the lever on the right hand side. Okay. Heidenei! Hast du da hinten Spaß oder langweilst du dich? Ich hab grad ordentlich Spaß hier, ja. Ich versuch das Ding zu landen. Über mehrere. Ich komme mir gerade vor wie bei Microsoft Flight Simulator. Im Cockpit rumgucken und Tasten Leon, drücken. Pull the throttle, pull up! How many levers does it take to fly this thing? Almost there. Wir haben noch 840 Fuß. Da ist schon wieder ein U-Bahn. Eine schöne Landung aus hier. Da ist Ada. Nicht Zufall. Und die hat das mit Sicherheit gesehen, ne? Ja. Habe ich jetzt das Quicktime-Event geschafft oder versaut? Ich bin mir nicht sicher. Ja, manchmal so ein Ada-Klon. Ah, ich glaube, ich habe es geschafft. Jo, sieht souverän aus. Sonst wären wir bestimmt aus der Windschutzscheibe geflogen oder so. Mhm. Übrigens waren wir knapp davor, von den Zombies überrannt zu werden. Da kam irgendwie eine ganze Menge. Ja, weil du Mist gebaut hast wieder da hinten bestimmt. Nee. Hättest du dich mal lieber an die Steuer... Ich musste nur so oft die Waffe wechseln, dass ich kaum dazu kam, irgendwas zu töten, weil ich nur sporadisch Munition hatte. Boah, ich habe übrigens guten Aldi-O-Saft. Oh. Oh, ich habe gutes Lorer-Bier. Lorer-Bier. Keile. Ist in der Klapse gebraut? Weiß ich nicht. War da noch nicht. Ich bin leicht angeschlagen. Ach. Ist nur ein Fleischwunde. Ui. Hey. Hallo Cheryl. Sherry. What are you doing here? Hallo Wesker-Sohn. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? Ich schätze hier überschneiden sich die Kapitel. Chief Security Advisor Simmons. There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Jake! Bin ich, Wesker. Let me handle this. Ich spüre hier eine gewisse Aura der Negativität. Vielleicht sind sexuelle Spannungen. Oh. Tja, Leon 2.0 hat den Tag gerettet. Was bist du denn? Him again? Gut, er kennt ihn. Oh ja, cool, den kenn ich. Welcome to the club. You get used to it.
gut. Müssen wir jetzt gegen den kämpfen? Ja. Wir müssen noch seinen Arm machen. Got it. Ui. Der kann das Ding ausfahren. Auf was schießen wir? Auf den Kopf? Also ich bin konsequent dabei. Oh, nachladen. Ja, mir geht nur langsam irgendwie die Munition aus. Und zwar nicht nur für eine Waffe, sondern generell. Und wieder schießen. Ich kann hier irgendwie eine Plattform hoch und runter fahren. Cool. Bring mich mal da hoch. Drück mal aufs Knöpfchen. Was? Hier auf den Hebel. Da kann ich nicht drauf knüpfen. Ich kann hier nirgendwo drücken. Ach, dann können wir einfach so hoch, okay. Hier sind zwei Kisten, drei. Vielleicht ist da Munition für dich drin. Wow, der ist auch hier oben. Warum? Mach ihn weg. Ich will den hier nicht haben. Nenn mich rassistisch, aber ich stehe nicht so auf fette Hoshis. Er hat meinen Kopf. Was macht er damit? Die Posen. Das ist eine ziemlich grobe Art, aber... Er ist runtergesprungen. Mal, vielleicht, wenn man da drauf schießt. Nee, kann man nicht. Schade. Ich muss auch gerade auf die Behälter schießen, auf die Gastanks hier. Man kann die runter schubsen. Hey, wir sollen einfach verschwinden, würde ich sagen. Komm mal her. Ich glaube aber, der kommt wieder. Warte mal, lass uns mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist zum Beispiel noch eine Leiter mit mehr Kisten, du brauchst doch Munition. Wäre ganz praktisch, ja. Oh, ich hab jetzt voll die hohen Schuhe an. Porno-Trete. Yep. Noch mehr Kisten. Na toll, okay, was das find war's ich, jetzt aber. Doch, da drüben ist noch... Ich sehe noch drei Kisten, aber da weiß ich nicht, wie man hinkommt. Gibt's mit Sicherheit eine Möglichkeit. Ist hier irgendwo ein Hochwerfding? Hochwerfding? Na, hier so ein Koop-Spot. Nö, keine Ahnung. Gehen wir erstmal da lang. Naja. Vielleicht finden wir da jetzt ein Hochwerfding. Guck, da ist es. Also ich treib's mit Jack und du mit Cheryl, oder du mit Cheryl und ich mit Jack? Ja. Nee, wer treibt's mit wem jetzt? Warum muss das jetzt wieder sein? Jetzt bin ich mit Cheryl da drüben und du bist mit Jack da drüben. Auch eine sehr logische Ansage. Ah, was musst du da drüben so machen? Glaube, überleben. Ah, gut. Klappt. Also der hat einen ziemlichen Powerarm hier. Ich habe ihn gerade in die Luft gejagt, aber irgendwie... Interessiert sie nicht. Beeindruckt ihn das nicht so ganz. Ich kann hier... Was musst du da drüben so machen? Ich kann einen Bus schieben zusammen mit Cheryl. Ach nee, einen Kofferraum aufmachen. Wie geht's euch beiden so? Auch ganz gut eigentlich. Also wir reparieren jetzt hier so einen Reisebus, der aussieht, als wäre er in die Luft gejagt worden. Steh auf! Okay, let's go. Ich hab ihn repariert. Aber die Frau kriegt ihn nicht gestartet. Weich den Bus aus! Das war die Frau, ich sitze nicht am Steuer. Ach, Cheryl, ey. Oder Sherry. Kannst du übrigens, wenn du zielst und in irgendeine Richtungstaste drückst, weichst du wunderbar aus. Dann passiert dir sowas nicht. Jetzt dreht er mich. Hier ist auf einmal offen hier drüben. Hier sind Kisten mit Munition. Hoffentlich. Ich wäre dafür, dass wir einen taktischen Rückzug organisieren. Oh. Was macht denn jetzt? Wir haben einen Waffenaufsatz. Oh, das sieht jetzt nicht so viel besser aus. Nee, nicht wirklich. Carries around a spare.
So, wir können hier wieder hoch, ne? Können wir? Ja, ich hab hier wieder diesen Gabelstapler. Oh nein, der kommt von der anderen Seite. Ah. Ich guck mich lieber unten ein bisschen um. Ist vielleicht auch besser, wenn er von oben kommt. Ja, hier sind auch überall Kisten mit Zeug. Okay, hier nicht. Da ist eine Leiter. Die gehe ich doch mal hoch. Okay, ah, hier kann man rüber, hier runter, scheiße. Er tackelt mich! Hast du einen Plan? Nein, ich renne gerade planlos rum, versuch zu überleben. Das ist unser Ziel. Toll. Hilf Sherry und Jack. Oh, ich klettere dann wieder da hoch. Ich glaube, wir müssen ihn zu diesen Fässern locken, die man runterwerfen und dann zerschießen kann. Also irgendwie schwackt meine Kamera gerade ziemlich rum. Ich sehe gerade gar nichts. Welchen Fässern? Wo bist du? Die, auf die wir versucht haben zu schießen, kann man da runterhauen und dann fallen die aus diesem Drahtgitter. Und ich schätze mal, anschließend kann man bestimmt auf sie schießen. Ja, also ich hatte vorhin, als ich allein war mit dem NPC hier... Hier, ich habe jetzt überall welche runtergeworfen. Der hat mich gepackt und der hat Jack hinten in so einem Käfig. Cool. Lock ihn mal hierher, ich denke nicht, dass die von dem AOE hier Schaden bekommen von der Explosion. Der hat uns alle drei. Der sammelt euch. Irgendwie. Soll mal hierher kommen. Ich gucke jetzt auf jeden Fall, dass wir den hier irgendwie von dem Fässer hinrichten. Das war doch ein Ansatz. Hier drüben sind noch mehr, komm hier um die Ecke. Hast du ihn überhaupt getroffen? Ich hoffe. Und nochmal. Er hat seinen Arm verloren. Kann ich den jetzt aufsammeln? Aber er tackeln kann er noch. Lass dich doch nicht ständig hauen, weich doch mal aus. Das ist ein Knopfdruck. Man merkt, dass du nie Tank gespielt hast. Go-Tank. Lass Cherry los. Ah, ich hab ihn getreten und jetzt fällt er um. Ich sollte öfter zutreten. Los, Turm, zerquetsch ihn. Hat er ihn zerquetscht? Haben wir gewonnen? Weiß es nicht. Fällt in unsere Richtung. Wow, die konnten ohne Quicktime-Event ausweichen. Die werden autark. Die werden so schnell erwachsen. Und da endet unsere Begegnung mit den beiden. Denkst du, den anderen beiden begegnen wir auch noch? Also Ada hatten wir, die zwei hatten wir. Mal gucken. Oh, Kisten. It was dark after the plane went down. I linked in a minute ago, but you weren't picking me up. Listen, the building agent Birkin mentioned isn't far off. Just stick to your current route, okay? Got it. Thanks. Eine Tür. Und ein Ladebildschirm. Was erwartet uns hinter der Tür? Sherry said she was meeting Simmons in the Kuhn Lung building. The first thing you're gonna need to do is cut through the outdoor market up ahead. Da sind Hühner. Lecker. Wer hat denn das Huhn jetzt erschossen? Nicht. Ich natürlich. Boah. Hufling. So. Ich sehe Schatten.
Du hast vielleicht einen, ja. Das auch. Aber ich sehe auch einen. Da. What was that? Trouble. Ist hier irgendwas Cooles? Nee. Aber nur verwinkelt. War denn das? Ah, hier ist was zum. Ich kann den Typ angucken. Worauf schießt du? Da war wieder so ein Emblem, so ein Schlangenzeichen-Ding ins Kirchen. Ja, über Treibhals. Was denn? Eischuss? Einer war das. Und lieber damit als mit meinem Scharfschützengewehr, wofür ich nur 9 Schuss einstecken hab. The bolt on either side. Der Kinderriegel? Oh. Muss ich bestimmt gleich wieder irgendwo drüber werfen. The bolt on either side. Gott, alles voller Riegel hier. Ah, great. 3 separate locks. Jesus. Alright. Let's just figure out a way to open it. Soll das etwa ein Rätsel sein am Ende noch? Oh. Kadaver. Ein Schweinekopf. Schweineköpfe. Das erinnert mich an den Anfang von Resident Evil 5. Na Hand? Hände! Was ist das denn? Mach das mal tot. Das Recken ergibt sich. Ist das widerlich. Schieß auf den Kopf. Schieß nicht auf Gliedmaßen. Sind wir nicht in Dead Space? Ich bin überzeugt, Gliedmaßen sind eine dumme Idee. Passiert nichts. Der zerfällt. Und regeneriert sich wieder. This isn't working. How long are we gonna keep doing this? If we keep this up, we're gonna run out of ammo. Ja. Dann laufen wir stattdessen lieber irgendwo anders hin. Das hier ist ja relativ Lake. Langsam. Komm, hier ist so ein Ofen. Was? Ein Ofen? Ja. Das erinnert mich an Fünfer, wo du das Schleimmonster im Ofen besiegst. Ja. Gut, mit dem Ofen hier kann man nichts machen. Ich glaube, wir haben uns hier jetzt ein bisschen Hilfe. Du kannst dich doch rollen. Ja, trotzdem. Hier ist noch eine Kiste. Ich würde jetzt lieber mal Schlüssel finden und das Viech ein bisschen. Dann laufen wir in Richtung Schlüssel. Aber. Ich glaube, ich hab gleich einen. Down, two to go. Wow. Hier ist eine Truhe noch drin und eine Mikrowelle. Er beißt sich den Arm ab. Warum macht er das? Er regeneriert sich jetzt, er wirft mir den Arm entgegen und er krabbelt auf mich zu. Ah! Der Arm hat was fallen gelassen. Hier ist eine Leiter. Leitern sind gut. Ich gehe mal die Leiter hoch. Ich folge dir. Hier oben kann er uns bestimmt nichts. Nein, mit Sicherheit nicht. Ein Koop-Teil. Hilf mich. Also ich glaube, wir sind ihn erstmal los. Bitte? Ich glaube, wir sind ihn erstmal los. Ich glaube nicht, der wird gleich irgendwo wieder kommen. Ich weiß noch nicht. Ah, doch, da ist er. Okay, wir müssen hier runter. Kannst du da irgendwas Produktives machen, wo ich dich hingeworfen habe? Lass mich doch erstmal umgucken hier. Ich bin so ungeduldig. Ja, du wirst ja nicht von einem komischen regenerativen Alien, der mich auch schon wieder stark an Dead Space erinnert, verfolgt. Und bei der Kampf gegen den Toll war in Dead Space. Oh ja. Ich habe eine Truhe gefunden mit einem riesen EP-Teil. Hold on, I'll open it. Was hast du? Okay, ich brauche dich hier. Ich kann jetzt garantiert irgendwo eine Tür öffnen. Ja, hier. Come on. Und da hinten ist jetzt so eine Koop-Tür und ja.
Da ist ein Schlüssel dahinter. Dann komme ich hier mal durch. Da läuft eine Hand. Mach sie weg. Hab ich. Kommst du? Ja, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, auf der Suche nach Sachen. Wo denn? Ah. Wow. Ist da noch so eins? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Also irgendwas krabbelt da drin rum. Ich hab den Schlüssel. Ja, okay, lass mal hier verschwinden. Jetzt haben wir jetzt ziemlich creepy. Hier ist der dritte, aber da ist alles unter Strom. Strom. Muss ich wieder irgendwo rüberwerfen können oder so. Kugelsicher. Was? Hier hinten drin ist besagte Truhe. Ja, ich muss schon mal die Schlüssel ansetzen. Und Kontrollpunkte. Was ist das? Ah, lass mich in Ruhe. So, irgendwo müssen wir hier rüberkommen, ne? Ja. Ja. Irgendwo, Ah, hier ist ein Hebel. Kann den Strom, glaube ich, abschalten. Wie hab ich den denn nicht gesehen? Weil ich der bessere Spieler bin. Jetzt komm mal her hier, ich brauch dich. Ach nee, ne? Ein dritter. Und ein bisschen Pistolenmunition. Eine Kiste. Langsam werden die lästig. Kommst du? Vor allem, weil die in keiner Form eigentlich bedrohlich sind, sondern nur nervig. Findest du lustig und lästig. Da ist noch ein Quicktiming. Ah! Der hält meinen Kopf über den Ventilator. Ich hab keine Munition mehr. Kopf nochmal über den Ventilator, weil ich das Quicktime-Event versaut habe. Der hat mein Gehirn weggefräst! Der fräst sich selber mit weg. Hat er überlebt, du nicht. Ja, ich glaube, daraus setzt er sich auch nicht nochmal zusammen. Doch. Wenn er konsequent ist, schon. Mann! Muss ich mich erstmal anders hinsetzen auf so einen Schreck. Hier nachladen. Die Tabs sind immer noch vor der Tür rum, hörst du's? Ja, lauf mal weiter. Nein, du. Okay, dann mach ich halt das Quicktime-Event hier. Ja, hättest du auch sagen können, dass ich RT drücken muss. Gut, jetzt sind wir beide mal dran gescheitert. So hat der geneigte Abonnierer, I'm Batman heißt er ja, unsere bisherige Abonnent. Gruß an dich. Auch mal gesehen, wie es mit beiden Sichten aussieht, wenn man stirbt.